Preisverhandlung auf Alibaba 2020, worauf du nächstes Jahr achten musst, beziehungsweise was du machen solltest, damit du nicht mit deiner Preisverhandlung strandest. Bleib dran. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es um E-Commerce, die Produktion in China, den Import in die Europäische Union, den Handel auf Marktplätzen und im eigenen Online-Shop. Steuern und Recht findest du hier auch. Wenn das dein Thema ist, dann abonnierst du jetzt den Kanal, drückst die Glocke, dann bist du informiert, sobald ein neues Video online geht. Und hey, heute geht es um die Preisverhandlung in China 2020. Also was genau hast du auf Alibaba zu tun, dass du den besten und wettbewerbsfähigsten Preis bekommst, um erfolgreich 2020 bestehen zu können? Erstmal grundsätzlich bekommen wir die Frage, hey, warum sind die Preise eigentlich auf Alibaba nicht die Preise, die mir der Händler am Ende des Tages dann tatsächlich auch gibt? Ja, wir kennen das alle. Wenn wir auf Alibaba gehen, dann sehen wir dann, dass wir hier Angebote bekommen, die so gut sind, dass wir es kaum glauben können. Ja, und aufgrund dieser Angebote kalkulieren wir dann unsere Preise, die wir erzielen müssten, um erfolgreich auf Amazon und eBay handeln zu können, und sagen, okay, klar, der Preis, der passt, kann ich kaufen. Und wenn ich dann die Anfrage stelle, dann wundere ich mich plötzlich, hey, warum ist denn das so viel teurer als das, was die hier auf ihrer Webseite bzw. auf der Alibaba-Seite ausloben? Das ist ganz einfach. Erstmal sind es natürlich die absoluten Basisangebote, Basic. Das ist ungefähr so, als wenn du dir ein Auto kaufst, ja, und gehst ins Autohaus und der Autohändler sagt, ja, der BMW, der kostet 20.000 Euro, da geht's los. Aber wenn du denn irgendwas drin haben willst und nicht unbedingt einen Gartenstuhl und ein Holzlenkrad, dann bist du plötzlich bei 30, 40, 50.000 Euro. Und so ungefähr kannst du dir das auch auf Alibaba vorstellen. Das heißt, das, was dir der Händler hier anbietet, ist absolutes Basismodell, ja, mit ohne alles. Ja, und wenn du was haben möchtest, was du auch verkaufen kannst, dann kostet es deutlich mehr. Also da musst du schon mal dich von dem Gedanken befreien, dass diese Preise tatsächlich irgendwie für dich real sein könnten. Oftmals sind es auch Lockangebote. Ja, wenn du mit Händlern sprichst und fragst, hey, warum sind denn die Angebote auf Alibaba so deutlich unterschiedlich als das, was du mir jetzt hier anbietest, dann gib doch ehrlich zu, ja, eigentlich sind es Angebote, die sind nicht wirklich real, diese Angebote. Das sind Angebote, um einfach Kunden zu bekommen, ne, um ja am Ende des Tages zumindest in den Kontakt zu treten mit dem Kunden. Ist ein bisschen ärgerlich, ne, vor allen Dingen, wenn man dann eben sich darauf auf diese Produkte schon konzentriert hat und fokussiert hat und hofft, dass man denn da eine Mark mit verdienen kann oder einen Euro mit verdienen kann auf Alibaba, und dann stellt man plötzlich fest, okay, der Preis, den ich da sehe, der ist überhaupt nicht real. Vor allen Dingen muss man darauf achten, dass eben diese Produkte möglicherweise gar nicht für den europäischen Markt zu dem Preis anbietbar sind. Ja, wir haben ja in Europa einige Reglementierungen, die für die Hersteller ja schon mal eine Herausforderung darstellen. Ja, also EC beispielsweise, Ross, dieses ganze Zeugs, was eben, keine Ahnung, andere Kontinente nicht benötigen, worauf aber der Hersteller dann schon achten muss und was von der Produktionszeit und von den Produktionskosten sehr viel intensiver ist. Und natürlich, die Produkte auf Alibaba sind fast immer ohne Verpackung. Und wir alle wissen, wir lieben Verpackungen. Verpackungen müssen sein, je aufwendiger, desto besser. Und deswegen sind hier nochmal mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Jetzt fragen uns auch viele, ja, jetzt haben wir mit den Händlern auf Alibaba schon mal Kontakt aufgenommen. Wir haben schon mal angefangen, so leicht den Preis zu verhandeln. Und die Frage kommt dann immer wieder, hey, wie sieht das denn überhaupt aus? Kann man denn tatsächlich auf Alibaba noch runterhandeln? Das heißt, ist da am Preis wirklich noch so enorm viel zu machen, wie andere Agenturen, jetzt mal ausgenommen von uns, ja, uns dann in Aussicht stellen? Und ich sage dir ganz klar, nein. Also vom Preis her ist natürlich immer ein bisschen was zu machen, aber nicht in dem Maße, wie man tatsächlich glaubt. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wenn ein Händler dir eine Powerbank für 10 Euro anbietet, dass er die dann am Ende des Tages für 5 liefert. Das ist nicht möglich. Also zumindest nicht in der Qualität, wie du sie erwartest und wie er weiß, wie du sie erwartest, weil er weiß ja irgendwann mal, dass du aus Deutschland kommst. Und wenn er nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwommen ist, weiß er auch dann, was ihn erwartet. Und genau aus diesem Grunde ist der Preis nur bedingt verhandelbar. Ja, Alibaba ist genau wie Amazon, absolut transparent.
Ja, und dir ist es doch egal, welcher Hersteller deine Powerbank herstellt, weil du kriegst sie ja sowieso mit deinem Private Label. Sie sieht genau aus, wie du sie erwartest, im besten Falle. So, das heißt, es ist egal, ob es Mr. Wong herstellt oder Mr. Lee herstellt, die Powerbank wird immer gleich aussehen, die Verpackung wird auch immer gleich aussehen. Und deswegen sind die natürlich interessiert, das Geschäft zu machen, weil die leben ja vom Verkaufen. Das ist denen ihr Business. Das ist ja kein gemeinnütziger Verein, sondern die müssen Umsatz machen und vor allen Dingen müssen die auch Gewinn machen. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Du kannst den Preis nur dann verhandeln, wenn du über die Menge gehst. Ja, wenn du sagst, ich will 500 Powerbanks haben, dann ist das für den zwar interessant als Einstiegsgeschäft, aber das ist wirklich nur der Einstieg. Er erhofft sich dann deutlich mehr Umsatz zu machen im Laufe der nächsten Jahre. Mit den 500 Stück, die du orderst, das ist für ihn mehr Arbeit, als dass es sich lohnt. Und wenn du dann noch anfängst, die Preisschraube drehen zu wollen, dann kannst du teilweise, wenn er da in China in der Fabrik das Fenster aufmacht, das Lachen bis hierher hören. Das ist überhaupt nicht drin. Also die müssen Umsatz machen, ja, aber die müssen auch Gewinn machen, weil möglicherweise können die tatsächlich auch rechnen und die wissen, ohne Gewinn lässt sich so ein Business nicht betreiben. Also, das heißt, entweder akzeptierst du den höheren Preis bei einer geringen Stückzahl oder du nimmst so viel Stück ab, dass er auch in der Lage ist, seriös zu kalkulieren und sagen, okay, an diesem Auftrag verdiene ich jetzt 1000 Dollar. Ja, weil das ist möglicherweise ein Limit, was er einfach erreichen muss, durch seinen Chef vorgegeben, an jeder Order muss so und so viel Geld verdient werden. Ja, und dann hast du eben bei einer geringeren Stückzahl auch einen höheren Preis. Wie verhandle ich jetzt den Preis? Der Preis, wie ich schon sagte, ist nur bedingt verhandelbar. Eigentlich ist es ziemlich unseriös, wenn du schon glaubst, dass du einen guten Preis hast, diesen Preis dann auch nochmal runterhandeln zu wollen. Aber wenn du glaubst, du kannst da noch was rausholen, dann solltest du auf jeden Fall deine Hausaufgaben gemacht haben. Das Allerwichtigste ist, dass ein Briefing steht. Das heißt, das Briefing muss von A bis Z passen. Ja, du musst genau wissen, welche Farbe das Ding hat, wie die Verpackung aussehen soll, welche Zertifizierung du brauchst, welche Normen eingehalten werden müssen und so weiter und so fort. Quasi ein komplettes Briefing von deinem fertigen Produkt. Und dann kannst du den Preis verhandeln. Weil wenn du den Preis vorher verhandelst und dann noch mit irgendwelchen Änderungen um die Ecke kommst und sei es nur den Barcode draufkleben für Amazon, also den FNSKU-Code, alleine das wird dich dann schon richtig Geld kosten und nochmal in die Lage versetzen, die Preisverhandlung von vorne zu beginnen. Und das willst du nicht wirklich. Du willst ja deine Produkte schnell haben. Deswegen musst du auch deine Hausaufgaben vorher machen. Genaues Briefing, wie muss es aussehen? Wo muss der Barcode sitzen? Ja, wie muss das Zeug verpackt sein? Wie erwartest du Lieferung? Wie sind deine Incoterms, also deine Versandbedingungen, FOB oder Ex-Work oder sonst irgendwas, was du mit den Jungs vereinbart hast oder möchtest? Und erst dann kannst du seriös anfangen, mit dem Preis zu handeln oder um den Preis zu handeln. Ich warne nochmal davor. Ihr handelt nicht nur um den Preis. Es geht nicht nur um den Preis. Es geht auch um die Qualität. Ja, jedes Mal, wenn du einen Euro runterhandelst, handelst du aber auch die Qualität mit runter. Ja, wenn wir bei dem Powerbank-Beispiel bleiben. Erst bestellst du die Powerbank mit 10.000 Milliamp und dann fängst du an, mit ihm zu handeln. Ja, sagen wir mal, du fängst bei 10 Euro an für die Powerbank und du sagst, du kannst sie maximal für 7 einkaufen, dann kommt er dir vielleicht bei 8 entgegen. Aber diese 2 Euro, da kannst du darauf verlassen, dass er da irgendwas hinterlegt oder irgendwas einbaut, was günstiger ist als das, was er eigentlich vorgesehen hat. Möglicherweise ist das Gehäuse nicht mehr in Aluminium, sondern in Plastik. Oder im schlechtesten Fall hat die Powerbank nicht 10.000 mAh, sondern vielleicht nur noch 7.000 mAh. Ja, du kannst es schlecht kontrollieren. Es sei denn, du hast eine Qualitätskontrolle, die dann auch einen Charging- und Decharging-Test macht, was in so einem Fall übrigens auch sehr zu empfehlen ist. Gut, also das heißt, du handelst nicht nur um den Preis, sondern auch um die Qualität. Und wir sind hier in Deutschland und die Qualität ist hier oberstes Gebot. Der Preis ist dann an zweiter Stelle. Deswegen immer erst Qualität, dann den Preis. Wichtig ist hier nochmal, dass du den Preis möglicherweise nicht so gut verhandeln kannst wie Zusatzfeatures, die der Hersteller einbauen soll, die auch Geld wert sind. Gehen wir nochmal zurück zu dem Powerbank-Beispiel. Ja, wir haben ein Powerbank, ja, und da sagst du einfach dem Hersteller, okay, ich kaufe dir diese Powerbank, die 10.000 Milliamp Powerbank, die kaufe ich dir ab für 10 Euro. Aber dazu legst du bitte nochmal ein spezielles Kabel und nochmal 3 Adapter auf Mini-Micro-USB, auf Apple und möglicherweise auf USB-C. Eben das, was der Wettbewerb nicht hat. Ja, das fällt ihm viel, viel einfacher, als mit dem Preis runterzugehen.
Und für dich macht es vielleicht deutlich mehr Sinn, die Ausstattung zu erhöhen, als dass du nochmal auf den letzten Euro irgendwie runterhandelst und dann schlechte Qualität bekommst. So viel zur Preisverhandlung 2020. Zusammengefasst, es sind auf den Alibaba-Preisen nicht mehr viel Verhandlungsspielraum auszumachen. Der Markt ist transparent, die Hersteller wollen das Geschäft machen, die wissen, dass sehr, sehr viele Haie im Becken sind und deswegen versuchen sie dann gleich mit dem besten Preis zu kommen, weil sie wissen genau, wie unsere Endkunden auf Amazon und eBay, irgendjemand verkauft es mir zu dem Preis und deswegen gehen sie gleich runter mit und lassen dann den richtigen Preis direkt in das Angebot einfließen. Wo du nochmal einen richtigen Benefit rausholen kannst, ist A, bei der Qualität und B, bei den Zusatzfeatures, Zubehörteile, die dann eben kostenlos dazugelegt werden. So viel zu diesem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, Abo-Button drücken, Glocke drücken, damit du informiert bist, wenn ein neues Video online geht. Und wenn dir das Video gefallen hat und wirklich nützlich war, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.